Stefan Fürstner, nicht mal mehr ein Tag, dann wartet morgen das Spiel gegen den großen FC Bayern München. Aber vielmehr wartet ja die Bundesliga-Premiere auf die Spielvereinigung Greuther Fürth. Wie ist jetzt so kurz vor dem Spiel bei dir die Stimmungslage? Ja, für mich persönlich geht natürlich auch ein riesen Traum in Erfüllung. Dafür haben wir ja auch letztes Jahr sehr, sehr hart arbeiten müssen. Und die ganze Mannschaft freut sich, das ganze Umfeld freut sich einfach riesig darauf, dass es morgen auch endlich losgeht. Wenn du das Umfeld ansprichst, ich meine, wir können uns ja mal kurz umschauen hier in den Süden. Sieht man, was entstanden ist in den letzten Tagen. Die Trainerbänke, da wird noch das Letzte verschraubt gerade. Ist es auch in der Mannschaft angekommen, was hier alles in Bewegung gesetzt worden ist? Ja, das hängt natürlich mit dem Aufstieg auch zusammen. Sehr beeindruckend. Wir waren gestern mal oben, also schon eine schöne Sicht. Und ja, wir versprechen uns einfach noch mehr Hexenkessel-Stimmung. Und wir sind gerüstet dafür und brauchen natürlich auch die Unterstützung der Fans. Bei solchen Spielen, David gegen Goliath, da spricht man immer von diesem berühmten Blatt Papier. Und auf dem hat Fürth gegen den FC Bayern immer keine Chance. Was ist eure Chance morgen? Ja, unsere Chance ist natürlich die Underdog-Rolle. Wir haben nichts zu verlieren in dem Spiel. Der große FC Bayern muss natürlich hier gewinnen, um auch ihren Saisonzielen gerecht zu werden. Trotz alledem brauchen wir uns nicht verstecken. Wir haben auch in der letzten Saison bewiesen, dass wir gegen große Mannschaften, Erstligisten, auch eine gute Rolle spielen können. Und darauf müssen wir einfach aufbauen. Was du jetzt noch nicht mit erwähnt hast, du hast selber mal beim FC Bayern gespielt, so ein paar Jährchen. Kennst du auch noch den einen oder anderen im Verein? Für dich also umso mehr ein besonderes Spiel oder braucht es bei so einem Premierenspiel eigentlich gar nicht mehr diesen besonderen Aspekt? Okay, das ist jetzt mein viertes Jahr hier, also ist doch schon eine Zeit lang her. Trotzdem habe ich natürlich auch schöne Erinnerungen an Bayern München zu der Zeit. Und ist einfach ein schönes Spiel, gleich so ein Kracher zu Beginn der Saison. Und wie gesagt, wir können nicht viel verlieren, wir können befreit aufspielen. Und ich weiß, dass der Druck bei Bayern ist, dass einfach auch von denen ein Sieg erwartet wird. Und das ist vielleicht ein kleiner Vorteil für uns. Hast du ein bisschen Besuch da, Familie, Freunde aus München? Ja, so viele Karten natürlich wie möglich besorgt. Ganze Familie, ganzen Freunde fiebern natürlich mit. Eine schöne Sache. Alles klar, viel Erfolg morgen gegen den FC Bayern München. Danke, Stefan Fürstner. Okay, bitte. Ciao.